Okay, alle bereit? 1, 2, 3! Team! 1, 2, 3! Team! 1, 2, 3! Team! Ready, move! Ready, up! Ready, move! Ready, up! 1, 2, 3! Team! 1, 2, 3! Team! Raiders! Oh! Ready! Ja, jetzt merkt ihr, das ist ein Focus Grey. Macht Spaß, oder? Ein bisschen wie Memory spielen. Meine Fragen, eure Antworten. Okay, alle bereit? Nochmal. Ready, move! Ready! Merke dir einfach, merke dir immer folgenden Leitspruch. Du hast immer recht. Du hast immer recht. Wenn du vor einer Herausforderung stehst und im inneren Dialog dir sagst, das schaffe ich nicht, dann hast du recht. Wenn du vor derselben Herausforderung stehst und im inneren Dialog sagst, das schaffe ich, dann hast du auch recht. Du merkst, dass wir uns dadurch unsere eigene Realität formen. Wir formen durch die Qualität unseres inneren Dialogs unsere Realität. Was machbar ist und was nicht machbar ist. Was ist in deiner Perspektive möglich? Und was ist in deiner Perspektive unmöglich? Ich nehme es gleich vorweg. Unmöglich ist provokant gesprochen nur eine Meinung. Provokant gesprochen nur eine Meinung. Ändere deine Meinung. Ändere deine Möglichkeiten. Die Qualität des inneren Dialogs bestimmt auch, was du im Leben erreichen wirst. Ganz einfach. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wer nach den Sternen greift, wird nicht jeden Stern einfangen können. Aber wer nach den Sternen greift, der schießt definitiv an den Baumkronen vorbei. Nochmal einmal. Was ist in deiner Welt machbar und was nicht? Du hast immer recht. Der innere Dialog, wenn wir eine Herausforderung angehen, muss nicht hochkomplex sein. Der innere Dialog kann sehr einfach ablaufen. Einfache, kurze Kommandos. Niemals aufgeben. Don't quit. Das ist schon alles. So einfach ist das. So einfach ist das. Stelle dir einmal vor, du stehst vor einer Hürde und du sprichst nur im inneren Dialog still im Gedanken den Satz aus: Ich schaff das. Du wirst mit der Zeit diese Herausforderung, diese Hürde, die wirst du nehmen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, vielleicht nicht beim dritten Mal. Aber du wirst diese Herausforderung bestehen. Du wirst sie nehmen können. Einfach nur dadurch, dass dein innerer Dialog sich nie in diesem Prozess sich verändert hat. Mach dir die Welt einfacher. Zerpflücke und zerdenke nicht immer alles. Noch einmal, der innere Dialog kann sehr einfach ablaufen. Mach dich nicht verrückt. Benutz einfache und klare Worte für dich selbst. Dann findest du auch einfache und klare Antworten. Niemals aufgeben. Don't quit. So einfach ist das. So einfach ist das. Er soll ruhig mal mein Leid sehen. Ich teile dieses Leid.
Ich würde sagen, erster Platz, der zweite. Und zu guter Letzt, zumindest das Beschissenste davon, das bin ich. Niemals aufgeben. Don't quit. So einfach ist das. So einfach ist das. Wie kann es sein, dass eine solche einfache Lehre, niemals aufzugeben, das Schwerste manchmal sein kann? Die Qualität des inneren Dialogs muss nicht ständig hochkomplex sein. Die Qualität des inneren Dialogs kann sehr einfach ablaufen. Hör jetzt nicht auf. Das ist es schon. So einfach ist das. So einfach ist das. Oder?